Gott mit uns. Das bedeuten diese hebräischen Zeichen, die ich jetzt hier ausgedruckt habe. Und genau das ist das Zeichen, das Jesaja dem König Ahas in der heutigen Lesung zum vierten Adventssonntag verheißt. Ein Zeichen, das Ahas, ein König, der im 8. Jahrhundert in Juda herrschte, nicht haben wollte. Der wollte von Gott kein Zeichen. Der wollte Zeichen politischer Freundschaft von den Staaten, die ihn umgaben und mit denen er gegen die Assyrer kampferprobte Kriege führen wollte. Der wollte sozusagen keine Zeichen vom Himmel, sondern er wollte Zeichen unter Verträge mit seinen Nachbarn, um Krieg führen zu können. Jesaja lädt ihn aber ein, ein Zeichen von Gott zu erwarten. Er lädt ihn dazu ein, von Gott nicht nur ein Zeichen zu erwarten, sondern Gottes Gegenwart zu erwarten. Und da sagt er, ich möchte Gott nicht belästigen. Und genau das sieht Jesaja nicht als Belästigung Gottes, diese Antwort, sondern als Lästerung Gottes. Nicht Belästigung, sondern Lästerung. Weil er sagt, du glaubst gar nicht richtig an Gott. Du glaubst nur an die Zeichen, die dir deine Nachbarn, deine politischen Partner geben. Aber die sind nicht dauerhaft. Das, was dauerhaft ist, ist das, was von Gott kommt. Und deswegen gibt dir Gott jetzt noch von sich aus ein Zeichen, das zeigt, dass er treu zu dir ist, wo alle Partner der Politik untreu sind. Und wir erleben das ja in unseren Tagen genauso, dass frühere Allianzen, frühere Verträge nicht mehr viel gelten, dass alles anders wird. Sei das in Amerika, sei das in Ländern der Europäischen Union, sei das auch frühere Partner, die jetzt uns teilweise sehr fremd geworden sind, wie mit der Türkei. Diese Partnerschaften sind allem nur zeitlich. Aber dass Gott mit uns ist, dass die Jungfrau ein Kind gebiert und dass dieses Kind den Namen Gott mit uns trägt, und dass Gott mit uns die Wege unseres Lebens führt, das ist etwas, was nicht zurückgenommen wird, was nicht zeitlich begrenzt, sondern überzeitlich Ewigkeitscharakter hat. Diesen Gott mit uns dürfen wir an Weihnachten ganz sinnenfältig dann auch in unsere Arme schließen, wenn wir denn das wollen. Und er möchte von uns in die Arme geschlossen werden. Und von daher wünsche ich Ihnen, dass Sie die letzten Tage, diese letzte Woche bis zum Heiligen Abend und bis zum Weihnachtsfest, dann auch tatsächlich einmal weniger mit den Partnern, die mal heute hui und morgen pfui sind, die Ihnen heute ganz nah und morgen ganz fern sind, zu verbringen versuchen, sondern mit dem, der seine Partnerschaft nie aufgibt, der Ihnen immer nahe sein möchte, weil er von seinem ganzen Wesen her, das ist Gott mit uns. Guten vierten Advent.